Jo, hallo hier beim Homium. Ja, heute mal ein kurzes Video, ein Team Deathmatch auf Carbon. Das Ganze ist das Spiel mit der FAD und dem Rotpunktvisier. Meine Secondary war die MP9 Schall gedämpft und das Perks hatte ich mit Fingerfertigkeit Pro, Schnellziehen Pro und Stalker Pro. Dann hatte ich als Ausrüstung das Tragbare da und die Semtex mit. Meine Abschussserien waren die gute alte Predator, die Reaper und der Pavlo. Ja, warum die gute alte Predator? Ich finde eigentlich, die Predator ist so eine Standard-Killstreak. Ja, und heute möchte ich ein paar Themen ansprechen und ein größeres. Das erste Thema, was ich ansprechen möchte, ist das 50 Abo Special, der zweite Part. Nämlich, das ist ein Duel mit dem 4-2-2 Lightning. Und das probiere ich jetzt schon zum 9. Mal hochzuladen, nur es bricht immer ab. Es ist immer das gleiche, also irgendwie YouTube nimmt da das Video an, dann steht hier, der Server hat das Video nicht angenommen oder in der Bearbeitung läuft das schief, keine Ahnung, was da los ist. Und ich finde es eigentlich schade, weil jetzt habe ich ja, glaube ich, schon 64 Abos, also danke an euch. Und ich finde es schade, denn ich habe es ja eigentlich für 50 Abos versprochen und tut mir auch leid, dass ich das nicht da regelmäßig oder nicht regelmäßig, sondern nicht so gleichgebracht habe. Und jo. Dann warum regelmäßig? Naja, ich bringe ja jetzt eigentlich nicht regelmäßig Videos, das liegt eigentlich nur an dem. Ich mache so jeden Tag so ein, zwei Videos und die sind auch gerendert und so, die habe ich auf meinem PC, nur irgendwie sind die für mich nicht uploadenswert. Also das ist ein Video, wo ich jetzt sage, ja, das nehme ich, das uploade ich und ich lade einfach nicht jedes Kommentar wie hoch. Das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil wenn ich euch da jetzt unendlich Kommentar wie es reindrückt, das wollt ihr auch nicht. Und ja, dann habe ich ja gesagt, ich möchte ein größeres Thema ansprechen und das ist ein Thema, was eigentlich alle betrifft, denn der größte deutsche YouTuber, CK, wurde ja von Rambo sozusagen angegriffen, also mit seinem Video Das Urteil und allein von Rambo, dass er den Videotitel gewählt hat, Das Urteil, das also finde ich jetzt schon mal richtig, das provoziert schon, finde ich. Und in dem Video sagt er ja, dass CK, was weiß ich, geldgeil, pädophil, nichts im Leben erreicht hat und beschimpft ihn aufs Wüste. Ich glaube, es ist jetzt auch schon gelöscht, weil CK da irgendwie mit einer Anzeige gedroht hat, also nicht gedroht, sondern hat sich einfach hier verteidigt, würde ich sagen, das ist mein Standpunkt so. Und ich finde das eigentlich jetzt gar nicht so schlimm, dass CK da eingegriffen hat, denn es geht ja immerhin hier um ihn und da hat er das Recht, finde ich, sich zu verteidigen. Und Rambo, der für mich eigentlich in letzter Zeit, also ich finde, er ist ein guter Kommentator und so, guter Spieler, hat einen coolen Stil und so vom Kommentieren, nur trotzdem macht er eigentlich immer nur, er provoziert alle, sagen wir so, er ist so richtig der Dreckskerl in der Szene und das finde ich eigentlich ziemlich schade, weil ich finde, wenn er ein bisschen sozusagen netter wäre, dann würde er eigentlich ziemlich gut hier überall reinpassen und ja. Also generell an sich, das Video habe ich mir ganz angeschaut und so und ich war auch gestern im Livestream von CK, da hatte ich auch nochmal Stellungnahme dazu bezogen und im Großen und Ganzen finde ich eigentlich, dass das Ganze, er hat sich ja jetzt schon entschuldigt, aber das Ganze sollte, er sollte sich noch einmal entschuldigen und CK auch und ja, also die Frage, warum ich dieses Video mache, da habe ich eine Frage bekommen von, ich weiß es nicht, wie er heißt, aber du weißt eh, du hast mir die Frage gestellt, dass ich da Stellung dazu nehmen soll. Und ich hoffe, das habe ich jetzt gemacht und die erfüllt diesen Wunsch. Und ja. So, also, wir sind jetzt eigentlich so die Themen ausgegangen, aber ich rede jetzt einfach mal so spontan weiter und generell hier, also ihr seht ja, ich spiele ja die FAD, ist ja ein Sturmgewehr und generell die Klasse an sich, so wie sie jetzt hier ist, die kann ich euch echt nur empfehlen. Also, ich bin jetzt im ersten Prestige. Level 80 und warum ich nicht Prestige? Na, erstens, also wenn ich mal MW3 spiele, weil es sagt ja übelst, dann möchte ich erstens alle Waffen haben. Zweitens habe ich jetzt 6 Waffen in Gold, nein, 7, genau. Und das möchte ich einfach jetzt nicht nochmal machen. Dann habe ich, also zur Klasse jetzt noch hier, generell die FAD ist ein starkes Sturmgewehr und ich finde aber, man kann sie nur in der Perk-Kombination Fingerfertigkeit, Schnellzielen und Stalker benutzen. Mit Meisterschütze wird es auch gehen, nur mit Stalker kann man da eigentlich viel besser rushen und mit Fingerfertigkeit ganz klar kann man das Ganze schön nachladen und kann damit auch schneller agieren. Also die Reaper bekomme ich jetzt und ihr seht schon am Punktestand, es ist jetzt auch gleich hier aus, mache hier den Last Kill mit der Reaper. Und es geht aus 7500 zu 3700, mein Spielbonus ist 1978 und über das werden wir dann im Duel auch kurz reden. Und das werde ich jetzt dann hoffentlich bald uploaden. Mein Endscore beträgt
24 zu 2 mit 2 Assists. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Homie.